Anscheinend soll das Battle Pass Bild doch wahr sein. Die Fortnite-Szene ist gerade komplett voll mit Leaks. Ich werde euch heute alle Leaks in diesem Video zeigen. Plus, wir haben noch ein neues Event-Bild gesehen. Und noch viel, viel mehr, Leute. Bleibt bis zum Ende dran. Benutzt gerne meinen QR-Code-Server. Schaffen wir heute 4000 Likes, denn dann werden wir das Live-Event auf jeden Fall gewinnen. Und wir gehen right into the video. Ja, ja, Leute. Die Ereignisse überschlagen sich. Ich höre mich gerade schon an wie Herr Newstime. Aber bevor wir anfangen, möchte ich euch erstmal ein schönes Bild vom Mecha-Roboter zeigen. Ja, ist mir gerade aufgefallen. Die Ansicht ist auf jeden Fall sehr, sehr angenehm für die einen oder anderen. Ich fand das so lustig, dass ich das auf jeden Fall mal hier einblenden muss. Und Leute, ich habe gestern ein Video hochgeladen, dass der Battle Pass fake ist, da ich ja mit dem Konzeptersteller geschrieben habe. Und darüber geht es auch heute in dem Video. Plus, wir haben natürlich noch andere Informationen. Aber wir fangen ganz normal erstmal an. Der FNCS-Skin ist jetzt im Itemshop. Könnt ihr euch gönnen. Es sieht sehr, sehr nice aus. Im Hintergrund seht ihr auch ein Gameplay mit dem FNCS-Skin. Sieht sehr, sehr cool aus. Anschließend haben wir hier ein Banana-Pili, Freunde, der meiner Meinung nach auch, ja, ganz cool aussieht. Hat hier jemand wieder selber gemacht. Banana for scale next to the banana. Also rechts sehen wir eine richtige Banane und links sehen wir dann die Pili-Banane. Und wenn wir mal ehrlich sind, Pili ist tatsächlich genauso groß wie eine normale Banane. Ja, finde ich auf jeden Fall cool. Ich hätte gern so eine kleine Pili-Banane hier hinten in meinem Gaming-Zimmer. Muss ich mir auf jeden Fall mal gönnen. Oh, Epic Games, warum? Warum machst du das mit uns, Epic Games? Wir kriegen ja jetzt neue Sticker, Leute, okay? Was heißt neue Sticker? Eigentlich gibt es den Sticker schon. In diesem Battle Pass Sticker steht animiert. Und guckt euch mal die Animation an vom Sticker. Das ist einfach nur so ein Shake. Epic Games, das ist doch nicht animiert. Das ist einfach nur up and down. Wisst ihr, wie ich meine? Musste ich euch auch einfach jetzt mal hier einblenden, Leute. Das Letzte, was ich euch noch zeige, als ich so ein bisschen Konzept hier durchgeschaut habe. Wir haben hier tatsächlich einen, ja, einen Singularity-Concept-Skin. So könnte Singularity aussehen, wenn sie einen eigenen Skin bekommen würde, sage ich jetzt mal. Der an früher angelehnt ist. Wir wissen ja, sie hat damals nämlich den Mecha-Roboter geleitet und gesteuert. Finde ich hier cool. Hier sind ein paar Mecha-Elemente drin und noch ein paar andere Skins, die halt zusammenpassen. Und wir wissen ja auch, dass Paradigma Singularity ist. Also hier ist alles in einem Skin zusammengeführt worden, was ich sehr cool finde. Wichtig, Freunde, der Obi-Wan Kenobi-Skin ist ja jetzt im Item-Shop. Könnt ihr euch grabben mit dem Creator-Code Seville, finde ich sehr, sehr cool. Wir haben hier einmal einen Ladebildschirm, einen Gleiter, ein Backblink, einen Emote und seine Spitzhacke als Messer. Obi-Wan Kenobi endlich jetzt drinne, Leute. Könnt ihr euch easy peasy lemon squeezy jetzt grabben. Und wir kommen jetzt so langsam zu dem Thema Event, Leute. Ja, wie schon gesagt, das ist jetzt auf jeden Fall ein ganz, ganz neues Bild zum Live-Event, was Fortnite vor kurzem rausgehauen hat. Und zwar heißt das Live-Event Collision. Ja, Kulissen, also Kollision. Wenn wir jetzt das Ganze mal mit den anderen Live-Events vergleichen, so das ist ja das Live-Event, was jetzt bald stattfinden wird, dann haben wir noch die früheren Live-Events, wie zum Beispiel Operation Skyfire, was ich auch sehr, sehr cool fand. Dann haben wir hier Fortnite The End und natürlich Fortnite Nexus War. Und von den allen, wo Fortnite immer solche Ladebildschirme erstellt hat, sage ich jetzt einfach mal, war mein Lieblingsevent tatsächlich das Nexus War Event. Das war richtig geil, meiner Meinung nach. Ich hoffe, dass das Collision Event noch geiler wird, Freunde. Ihr könnt ja gerne in die Kommentare reinschreiben. Würde mich übrigens sehr interessieren, was euer Lieblingsevent generell war. Meins war Nexus War, ganz klar. Und wenn wir schon bei dem Event sind, kommen wir mal kurz zum Collider. Hier sind jetzt nochmal alle Impulse zusammengefasst. Erster Impuls, zweiter Impuls, dritter, vierter, fünfter, sechster und der letzte, der siebte Impuls, wurde ja jetzt rausgeschossen. Und wir sehen bei dem Collider, es sind jetzt zwei Striche dran. Es fehlen noch acht Striche, bis der Collider vollends geladen ist. Bald ist es also soweit. Wir haben auch neue Covers bekommen zu den Comics. Wir sehen hier einmal Dr. Doom, der gegen die Foundation kämpft. Dann sehen wir hier einmal Spider-Man vor dem Tilted Towers Turm. Und er rettet hier nämlich den guten alten Jonesy. Anschließend sehen wir hier Spider-Man und die 8 als Skin, im Hintergrund ein Battlebus. Und hier sehen wir Captain America, Gunner, Dr. Sloan. Und wir sehen dann tatsächlich noch einen anderen Marvel-Charakter, der es bis jetzt noch nicht in Fortnite geschafft hat. Und zwar der Winter Soldier. Ich glaube, der heißt Winter Soldier, oder? Das ist der Winter Soldier. Glaube ich jetzt zumindest, Leute. Auf jeden Fall gegenüber von Dr. Sloan, den haben wir noch nicht in Fortnite gesehen. Könnte also auch hier ein Leak sein, dass wir den bald bekommen werden. Also ich finde, die Comics sehen wieder so geil aus. Mein Lieblingscomics, obwohl niemand gefragt hat, ist der mit Dr. Doom und der Foundation. Das ist die Woche 10 und hier auch schon die Lösungen.
gehen, Leute. Ihr könnt 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140.000 XP getten mit der einfachen Quest hier, mit allen Lösungen, Saisonaufträge, Woche 10. Gönnt euch auf jeden Fall. Hier haben wir jetzt die beste Animation, wie ihr ins Live-Event startet. Und zwar braucht ihr fürs Live-Event ein Squad-Team. Ansonsten, wenn ihr das Live-Event solo spielt, werden euch random Leute zugetragen, okay? Das ist automatisch auffüllen und so sieht die Animation aus, Leute. Wenn ihr ins Live-Event reingeht, ich habe euch schon mal vor ein paar Tagen was gezeigt, jetzt nochmal die beste Animation hier, was ich sehr, sehr cool finde. Also am besten spielt ihr das Ganze mit euren Freunden, sonst spielt ihr halt mit random Leute, was ja auch nicht so schlimm ist. Falls ihr es euch noch nicht aufgefallen ist, auf der ganzen Map sind aktuell Countdown-Poster verteilt und hier steht nämlich Next Event Coming Soon und wie viele Tage das noch andauert. So, vor allem sieht man das Ganze jetzt bei Rocky Reels hier das erste Mal. Ich denke dann, dass auf der ganzen Map so Poster überall zu sehen sind, finde ich sehr, sehr cool. Und wir haben jetzt den Countdown in der Lobby endlich. So sieht der Countdown in der Lobby aus, Freunde. Der wurde jetzt auch gestern hinzugefügt, was ich auch sehr, sehr cool finde. Natürlich dauert das auch noch 8 bis 9 Tage hier. Und wir kommen mal kurz zu dem neuen Bild, was uns Fortnite hier gegeben hat. Wir sehen endlich, Paradigma ist tatsächlich zurück, Freunde. Und sie hat es geschafft, auf die Insel irgendwie zu kommen. Vor allem, ja, nee, auf die Insel nicht. Sie ist hier nämlich auf dem Mond, sorry, auf dem Mond POI von den 7. Und sie steht hier vor dem Mega-Roboter. Plus dann noch die 4 anderen, die ihr wahrscheinlich dabei helfen werden, den Roboter zu steuern. Wir wissen also, Paradigma ist wieder zurück und wird uns beim Live-Event hoffentlich, hoffentlich helfen, Leute. Also ich hoffe es zumindest. Und wir bleiben jetzt mal kurz bei diesem Live-Event. Und das Live-Event soll ja richtig krass sein, falls es viele nicht wissen, Freunde. Das Live-Event wurde ja um einen Tag verzögert. Das Ganze findet jetzt am 4. Juni statt und die neue Season kommt am 5. Juni. Wenn wir uns gestern das Battle Pass-Bild anschauen, ist der Mecha-Team-Roboter genau der gleiche wie beim Battle Pass-Bild, was ich euch gezeigt habe. Ich habe ja gesagt, das Ganze ist fake, Leute, okay? Weil ich ja mit dem Konzeptersteller geschrieben habe. Er hat mir geschrieben, ich soll ja das Thumbnail aus meinem Livestream rausnehmen, da er das Ganze gemacht hat und nicht will, dass das viele Leute sehen. Okay, wahrscheinlich wurde er dann von Epic Games angeschrieben und ist tatsächlich der Ersteller, hat das offiziell für Epic Games gemacht. Aber jetzt anscheinend soll das Ganze ja real sein, aber ich bin noch immer der Meinung, dass das Ganze noch nicht ganz stimmt. Ich bin noch immer der Meinung, dass das Ganze vielleicht ein bisschen fake ist, Leute, weil der YouTuber Tabor Hill hat nämlich schon des Öfteren Sachen geleakt und der ist auch irgendwie in Kontakt mit Epic Games, warum auch immer. Der weiß übel viele Sachen. Der hat jetzt nämlich gesagt, dass das Battle Pass Bild anscheinend stimmen soll, außer ein Skin. Der ist nämlich falsch. Und der falsche Skin ist nämlich der Ninja Skin, dieser schwarze Blackout Skin. Der soll anscheinend falsch sein bei diesem Bild, aber ich denke mir, hä, wenn der Typ das ja real gemacht hat, dann haut er ja direkt alle richtigen Skins rein. Wisst ihr, wie ich meine? Das ist komisch, dass alle Skins stimmen, außer ein Skin. Ganz, ganz furios, ist nur meine Meinung dazu. Aber er hat bestätigt und Hypex hat das Ganze auch bestätigt, dass der Battle Pass anscheinend, was geleakt worden ist, stimmen sollte. Außer, wie gesagt, der Ninja Skin. Ich glaube dem Ganzen noch immer nicht irgendwie, Leute. Keine Ahnung. Entweder hat mich der Typ verarscht auf Twitter oder es ist tatsächlich das Fortnite Battle Pass Bild. Ist jetzt nur meine Meinung. Ich gehe davon aus, es ist trotzdem noch fake, weil warum solltest du was erstellen und dann ein Skin falsch machen? Wisst ihr, wie ich meine? Ist jetzt nur meine Meinung und jetzt nochmal ganz kurz alles übersichtlich für euch dargestellt. Das Event heißt Collision und startet am 4. Juni um 22 Uhr unserer Zeit. Der Countdown ist in der Lobby online. Anscheinend ist das Fortnite Crew-Paket auch bestätigt worden mit dem Mega-Roboter. Anscheinend Fortnite Crew soll auch stimmen, dass der Roboter jetzt hundertprozentig für das nächste Monat der Fortnite Crew-Skin ist. Ja, Mann, Leute, das sind auf jeden Fall alle Informationen für heute. Ich habe euch nicht angelogen oder so. Ich habe nur mit den Informationen gearbeitet, die ich hatte. Wir wissen alle nicht, ob das wahr ist oder nicht. Wir gucken einfach mal. Lasst es uns ein bisschen abwarten. Und das waren alle Informationen am heutigen Tag. Ich sage euch, die Fortnite-Szene geht gerade richtig ab. Lasst einen dicken, dicken Like da. Ich bin raus. Haut rein. Bis dann und ciao, ciao.